Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns hier im GMC Fight Club und haben gerade ein sehr tolles Event unseres Partners gesehen. Solche kleinen Erfolge, solche Meilensteine der Partner reizen einen auch immer, die eigenen Handlungen zu hinterfragen und das eigene Potenzial weiter zu pushen. Und aus diesem Grund, es ist nun bald 12 Monate her, ein Jahr, dass Norman Harras sportlicher Leiter der WXW wurde. Bisher haben wir viel geschafft, bisher habe ich viel geschafft. Doch der Anspruch muss weitergehen. Und aus diesem Grund wird das WXW 16 Karat Gold dieses Jahr ein Superlativ. Es wird das beste Karat der Geschichte. Das ist mein Anspruch, das ist meine Aufgabe. Und aus diesem Grund geht es nicht nur um die 16 Karat Gold Trophäe. Nein, der Sieger des Turniers wird sich erstmalig in der Geschichte als WXW Unified World Wrestling Champion bezeichnen dürfen. Mir ist bewusst, dass die Plätze 1 bis 15 bereits verteilt sind und dass der 16. Platz in der Road to 16 Karat Gold in Bielefeld ausgefochten wird. Damit es nicht heißt, dass ich den Champion benachteiligen würde, werde ich ihm selbstverständlich die Chance geben, seinen Worten als Fighting Champion Taten folgen zu lassen. Und somit ist Levaniel jetzt für die Road to 16 Karat Gold in Bielefeld gesetzt. Das heißt, er kann das Turnier gewinnen, er kann seinen Titel halten, er kriegt die Chance, dich unsterblich zu machen. Und zusammen können wir das große 16 Karat Gold, das größte der Geschichte, präsentieren. Und ich mir damit mein ganz persönliches Denkmal setzen. Gern geschehen.